Klammerregeln. Schauen wir uns mal eine typische Matheaufgabe an. Schreibe ohne Klammern. 3 plus Klammer auf, 2 minus 4 Klammer zu, minus Klammer auf, 5 plus 3 Klammer zu. Das ist ja total einfach. Dann nehmen wir einfach mal die Klammern weg. Stopp! So ist die Aufgabe natürlich nicht gemeint. Das Ergebnis der Aufgabe darf sich dabei natürlich nicht verändern. Um die Aufgabe zu lösen, benötigt man die Klammerregeln. Hier sind sie mal aufgelistet. Jetzt kannst du sie dir mehrfach durchlesen und auswendig merken. Oder, und das ist viel besser, du verstehst das System dahinter und kannst sie dir im Notfall selbst wieder herleiten. Stellen wir uns vor, wir besitzen 10 Euro. Jetzt bekommen wir einen Beutel Geld dazu. Und in diesem sind 5 Euro und nochmal 3 Euro. Mathematisch stellt sich dieser Sachverhalt so dar, dass man 5 plus 3 in Klammern zu unseren 10 Euro addiert. Natürlich geht das auch ohne Beutel, also auch ohne Klammer. Zu unseren 10 Euro zu Beginn bekommen wir einmal 5 Euro dazu und dann 3 Euro. In beiden Fällen haben wir am Ende 18 Euro und die Terme sind somit gleichwertig. Wenn wir jetzt den linken Term mit dem rechten Term vergleichen, sehen wir, dass sie außer den Klammern eigentlich identisch sind. Und das bedeutet, dass in diesem Fall die Klammern einfach weggelassen werden können. Hat man also eine sogenannte Plusklammer, also eine Klammer mit einem Plus vor der Klammer, so kann man die Klammern einfach weglassen. Schauen wir uns das an den ersten beiden Klammerregeln an. A plus Klammer auf, B plus C Klammer zu. Das übernehmen wir hier erst einmal auf die rechte Seite. Vor dem B steht eigentlich gar kein Vorzeichen. Aber da es sich um eine positive Zahl handelt, kann man einfach ein Plus ergänzen. Und nach unserer gefundenen Regel kann man jetzt die gesamte Plusklammer, also das Plus und die Klammer, weglassen. Und schwupp hat man das Ergebnis. A plus B plus C. Und wenn ein Minus in der Klammer steht, wie bei A plus Klammer auf B minus C Klammer zu, dann funktioniert das genauso. Erst einmal übernehmen, vor das B in der Klammer ein Plus ergänzen und die gesamte Plusklammer wegfallen lassen. Fertig. A plus B minus C ist das Ergebnis ohne Klammern. Und auch für Minusaufgaben gibt es Regeln. Beginnen wir im Beispiel wieder mit 10 Euro. Wir müssen aber Geld abgeben, und zwar als Summe im Beutel oder in der Klammer 5 Euro plus 3 Euro, sodass uns am Ende nur noch 2 Euro bleiben. Auch hier kann man diese Aufgabe ohne Klammer bzw. ohne Beutel darstellen. Von den 10 Euro werden erst 5 Euro und dann 3 Euro abgezogen. Und auch hier bleibt logischerweise am Ende nur 2 Euro übrig. Die beiden Terme sind erneut gleichwertig. Vergleicht man aber hier den linken mit dem rechten Term, so sieht man, dass rechts die Klammern fehlen, aber zusätzlich aus dem Plus in der Klammer ein Minus wurde. Die Kurzform der Regel für das Weglassen einer Minusklammer, also einer Klammer mit einem Minuszeichen davor, lautet: Die Vorzeichen in der Klammer müssen gewechselt werden. Schauen wir uns diese Minusklammer hier an. A minus Klammer auf B plus C Klammer zu. Wir übernehmen den Term mal auf die rechte Seite. Vor dem B in der Klammer steht kein Vorzeichen, aber wir können hier einfach wieder ein Plus ergänzen. Dann haben wir zwei Pluszeichen in der Klammer, die beim Verschwinden der Minusklammer jeweils in Minuszeichen gewechselt werden müssen. Und das Ergebnis ist dann A minus B minus C. Die zweite Klammerregel für Minusklammern beginnt mit A minus Klammer auf B minus C Klammer zu. Wir übernehmen auch hier den Term und fügen ein Pluszeichen vor dem B ein. Beim Weglassen der gesamten Minusklammer müssen wir auch hier die Vorzeichen in der Klammer vertauschen. Aus dem Plus B wird ein Minus B und aus dem Minus C ein Plus C. Und schon haben wir das Ergebnis A minus B plus C. Zur Übung und Festigung schauen wir uns nochmal die Ausgangsaufgabe
und zwei weitere Beispiele an. In dieser Aufgabe entdecken wir eine Plusklammer und eine Minusklammer. In der Klammer ergänzen wir vor der 2 und vor der 5 jeweils ein Pluszeichen. Und schon können wir ohne Klammer schreiben. Die 3 übernehmen und beim Weglassen der Plusklammer die Vorzeichen behalten. Also plus 2 und minus 4. Und beim Weglassen der Minusklammern die Vorzeichen entsprechend umdrehen. Aus plus 5 wird minus 5 und aus plus 3 wird minus 3. Gleich noch eine Aufgabe. Auch hier sehen wir eine Plusklammer und eine Minusklammer. In der Klammer steht vorne jeweils ein Minus, wir müssen also nichts ergänzen und können gleich beginnen, ohne die Klammer zu schreiben. Mit der 12 beginnen, die minus 2 und plus 3 aus der Plusklammer übernehmen und beim Weglassen der Minusklammer wird aus minus 5 eine plus 5 und aus plus 4 eine minus 4. Und sogar Klammern mit 3 oder mehr Summanden sind jetzt kein Problem für dich. Hier haben wir eine Minusklammer. Bei der 8 vorne in der Klammer wird schnell noch das Plus ergänzt und schon können wir zur Umformung kommen. Mit der 23 beginnen und aus der plus 8 wird beim Weglassen der Minusklammer jetzt eine minus 8, aus der plus 4 eine minus 4 und aus der minus 3 eine plus 3. Und schon fertig. Gar nicht so schwer, oder? Suchst du noch weitere Übungsmaterialien, Klassenarbeitstrainer oder Lernblätter, dann schau doch auch mal bei schlauistwau.de rein. Erklärvideos gibt's da auch, die gibt's aber auch hier im Kanal, den du gerne abonnieren kannst, wenn du keine neuen Videos mehr verpassen willst.